Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Whispered World. Hier ist die Goretti und beim letzten Mal haben wir es geschafft, oder ich habe es geschafft, dieses Schachrätsel zu lösen um Onkel Mulachai herum. Ja, und jetzt haben wir hier schon mal die Kerzen alle ausgeblasen. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Und da hinten ist ein kleiner Yaki. Und wenn wir uns versuchen, diesem Yaki oder wie auch immer dieses Schimpfen zu nähern... Ich bin überfordert. Du bist überfordert, du armer kleiner Clown. Er ist überfordert. Ja, hüpft er in das Fass. Aber ich weiß nicht, was der Sinn sein soll. Nochmal. Wenn wir da hingehen, dann hüpft er zurück. Wir müssen irgendetwas haben, um dir dieses Fass zu verstopfen. An die Töpfe von Mulachai kommen wir aber nicht dran. Gläser. Hatten wir uns die angeguckt? Mulachai scheint in seiner Küche nur das Allernötigste zu haben. Immer noch besser als bei Opa, der nur das Allerunnötigste hat. Doch, die hatten wir uns angeguckt. Ich erinnere mich an den Spruch. Ja, Mulachai, ich glaube nicht. Was kann ich in das Fass reinsetzen? Spotty. Spotty, und zwar mache ich Spot mal einmal. Der ist ja jetzt die ganze Zeit so... feurig gewesen. Wir machen ihn mal dick. Mal gucken, ob er das Fass verstopft. Los, Spotty. Hoppa. Geht doch. Und was passiert jetzt? Kann ich den Yaki jetzt einfach nehmen? Ich bin überfordert. Ey, nee, ne? Jetzt steht er da auf dem Wegweiser. Hab ich irgendetwas im Inventar? Ah, ich habe die Axt noch. Was ist das denn? Eine Perle? Ein Zettel, Musikstab. Ui, die Maus. Gut, dann mache ich den Wegweiser auch noch weg. Yaki, ich komme. Ach, lauf mal ein bisschen schneller, mein kleiner Cedric. Ein wenig schneller. Ja, und dann springt er wieder dahin, genau. Pass auf, dann machen wir es ganz einfach. Wir machen den Wegweiser mal kaputt. Irgendetwas passiert dann schon. Zack, mach mal weg, das Ding. Wer braucht schon Wegweiser? Habe ich mir gedacht, dass er das wegmacht. Ich hoffe, ich muss nicht auch noch die ganzen anderen Wegweiser wegmachen. So, versuchen wir den Yaki jetzt mal zu schnappen. Jetzt hat er ja keine Möglichkeiten mehr. Oder? Oder? Ja. Er läuft ganz langsam. Nein, du gehst jetzt bitte nicht in die Hütte. Nein, er läuft ganz woanders hin. Ich glaube, es kommt mir wieder. Ich glaube, wir müssen zu den Yakis, zu diesem, ja, Wald, was weiß ich, hin. Die haben das... Oh, der Mond. Der Mond. Wir können uns den Mond angucken. Ich mag den Mond. Er guckt so traurig. Kein Wunder, wenn er sich die ganze Zeit dieses Elend hier ansehen muss. Ach, Sedwick. Rede doch mal mit dem Mond. Früher habe ich dem Mond all meine Sorgen erzählt. Irgendwann wurden die Nächte zu kurz dafür. 1A, 1A. Es gibt ja auch tatsächlich Menschen irgendwie, die Nächte wurden zu kurz dafür. Nein, die Nächte bleiben genauso lang, wie sie sind. Wir verändern uns nur und dadurch erscheinen uns die Nächte vielleicht ein bisschen zu kurz, weil wir über Tag einfach zu viel machen. Egal. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, der Tag müsste eigentlich 48 Stunden haben. Und dann denke ich mir nur, nein! Die 24 Stunden reichen völlig aus. Du darfst sie nur nicht so verplanen. Egal. Tut hier überhaupt nichts zur Sache. Kannst du den Mann im Mond erreichen? Nein, ich trage schon die Last dieser Welt auf meinen Schultern. Da muss nicht noch ein Mond dazukommen. Wunderbar. Cedric, du bist klasse. Ganz schön dunkel dort. Mal abgesehen von den leuchtenden Augen gefräßiger Raubtiere. Wo? Ich sehe keine. Ich sehe keine gefräßigen Augen, gefräßiger, leuchtende Augen, gefräßige Raubtiere. Hallo, gefräßige Raubtiere, hier bin ich. Moment mal, das war vielleicht nicht so klug. Warum habe ich das überhaupt getan? Ach, weil du ein ulkiger Clown bist. Sehr schön.
In den Wald wirst du nicht hineingehen, oder? Jetzt ist wohl kaum die richtige Uhrzeit, um im Wald Holz zu sammeln. Ich könnte die gefräßigen Raubtiere dabei stören, unvorsichtigen Wanderern aufzulauern. Ja, das wäre ganz, ganz schlimm. Ja, und hier sind unsere Yakis. 1, 2, 3, 4. Mulachai sagte etwas von 5 Yakis. Wo ist nur der letzte? Okay. Das heißt, wir müssen die Yakis tatsächlich hier versammeln. Wunderbar. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an einigen früheren Folgen oder vorherigen Folgen. Da gab es ja in Rubens Haus, da wo das Bett steht. Das Bett quietscht ja. Ich glaube eher, dass da ein Yaki drin steckt. Schauen wir uns das mal an. Ruben arbeitet immer noch fleißig. Ich mache jetzt auch hier mal die Kerzen alle aus. Weil wenn ich das machen kann, dann sollte ich das auch tatsächlich machen. Ah, okay, er macht spontan beide aus. Waren hier noch Kerzen? Nee, hier sehe ich keine Kerzen. Wow, jetzt hatte ich gerade eine Sekunde Sorge, dass sich das Spiel aufgehängt hat. Aber diese Kerzen kann ich schon mal auspusten. Dann mache ich das auch. Die nach unten. Ja, nee, komm, die können wir erstmal noch anlassen, glaube ich. Geh mal da hoch. Habe ich die Leiter eigentlich noch? Weil ich glaube, durch die Tür sollte ich besser nicht gehen. Nicht. Genau, ich gehe durch das offene Fenster im Zusammenhang, also mit der Leiter. Hier, komm, jetzt lehn mal die Leiter da wieder an. Psst. Ganz ruhig. Oh, er hat immer noch Opas Hose. Die Kerzen alle hier, die kann ich nicht auspusten. Nein, sehr schön. Genau das. Und das klingt wie ein Yaki. Perlen, 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 das brauche ich alles nicht. Ich muss diesen Yaki irgendwie dazu kriegen, hier zu gehen. Nagel. Beiß dir mal die Zähne dran aus. Ups, Vorsicht, da guckt ein spitzer Nagel aus der Fußbodendiele. Kann ich die Kerze da drauf setzen? Das müsste doch gehen. Mit dem Nagel. Ja, das wäre ein hervorragender Platz für die Kerze. Und wie kriege ich die Kerze jetzt an? Ich habe einen Feuerstein. Aber mit nur einem Feuerstein komme ich da nicht weit. Oh je, ich bin ja ganz zittrig. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man eine Kerze anzündet. Bist du vielleicht gerade etwas unterzuckert, lieber Cedric? Nee, damit nicht. Haben wir irgendetwas? Wir haben auch nichts im Inventar, ne? Ein Zauberstab. da. Oje, ich bin ja ganz... Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man eine Kerze... Ja, danke. Warte mal. Wozu haben wir denn den Feuerspot? Wo ist er denn? Feuerspot. Spotty, Kerze anzünden. Und los geht's, Spot. Et voilà, Yaki Nummer 5. Sehr schön, können wir die Kerze wieder mitnehmen? Auspusten. Vielleicht sollte ich sie tatsächlich einfach drin lassen. Dann gehen wir hier mal ganz leise raus, weil wir wollen ihn ja nicht nochmal wecken. Können wir die Leiter wieder einstecken? Die würde ich gerne wieder einstecken. Her damit. Wo ist denn jetzt wohl der Yaki hingegangen? Ich gehe da mal hinten wieder zurück, weil das ist ja, es ist halt so, ne? In Point-and-Click-Adventure-Spielen läufst du hin, läufst du her, läufst du überall rum. Und machst 1000 Wege doppelt. So.
Also hier sehe ich den Yaki nirgendwo. Onkel Mulachai rätselt wahrscheinlich immer noch über sein Rätsel, das er selber nicht lösen konnte. Aber wir? Ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sie sind alle beisammen. Yay. Jetzt muss ich die nachher nur noch... Ich gehe erstmal die Kerzen auspusten. Damit wir wirklich überall Dunkelheit haben, weil sonst würden die Yakis uns ja nicht verfolgen. Und da ich damals sehr lange gerätselt habe, also wirklich sehr lange gerätselt habe, wie läuft das mit den Yakis, weiß ich das noch sehr genau, wie das läuft. Es gibt einige Stellen, die habe ich tatsächlich vergessen, verdrängt, was weiß ich. Nennt es, wie ihr wollt. Aber jetzt werden erstmal Kerzen ausgepustet. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht, Kalida nicht wecken können. Wer auch immer Kalida ist. Zack. Ich hoffe, es sind jetzt wirklich alle Kerzen aus. Lass mich die Kerze ausblasen. Guck mal, sieht doch sowieso viel schöner aus auf diesem Bild jetzt, ja? Du guckst nach da oben auf das schön leuchtende Dorf. Das hattest du vorher nicht, den Ausblick. Und was hat mit den Blubberblasen hier auf sich jetzt... Mann! Gute Nacht, Mama. Mit den Blubberblasen hier auf sich hat, haben wir immer noch nicht rausgefunden. Kommt alles noch. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Mama. Sehr schön. Dann hätten wir das schon mal. Überall sind schon mal die Kerzen aus und jetzt heißt es wieder zurück. Entschuldigung. Hulala, da musste ich gerade doch echt feste husten. Manchmal ist das so. Meine Stimme klingt auch gerade ein bisschen anders. Aber das liegt daran, dass ich in letzter Zeit ein paar nicht so lustige Sachen gemacht habe. Doch, sie waren lustig. Ich war die Tage tatsächlich auf einer wirklich schönen Feier und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber dann bist du halt am nächsten Tag immer so ein bisschen schlapper. Ab einem gewissen Alter sowieso. Nee, einfach durchgehen. Und dann stehst du da vor den Trümmern irgendwie und denkst nur, oh, hätt's das mal nicht gemacht, ne? Schüt, schüt, schüt. Aber gut, alles eine Erfahrung wert. So. Das sieht aus, als wäre das nur so ein halbes Haus, ne? Witzig, fällt mir jetzt erst auf. So, ihr lieben Yakis. Kann ich euch jetzt mal mitnehmen? Ich habe alle fünf Yakis gefunden. Aber wie bekomme ich sie nur dazu, Kalida zu wecken? Was sagt der Mulachai noch gleich? Wenn sie mit den fünf anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Himmel, ist das alles kompliziert. Nein, Cedric, ist es gar nicht. Mit den fünf anderen. Guck hier, wir können Spot in fünf kleine, wundervolle Bälle verwandeln. Und die mit den Yakis kombinieren. Guck mal, Spot, ich habe neue Spielkameraden für dich gefunden. Nanu, die Yakis scheinen wie hypnotisiert von den fünf Minispots. Na dann kann es ja losgehen. Richtig! Die fünf Yakis folgen unserem kleinen Spot. Und warum auch nicht? Wir müssen jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß wie ich. Tschüss.
Entschuldigung. Aber ich finde es gerade sehr lustig. Warum auch immer ich diese Szene gerade sehr lustig finde. Also es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, weil wir entführen ja gerade fünf wundervolle, niedliche Yakis Richtung Ufer. Guck mal, da sind sie. 1, 2, 3, 4. Na, irgendwo wird das fünfte sein. Ach, die Musik ist so lustig. So, kommt ihr lieben Yakis, folgt mal schön meinem kleinen Spotty. Ihr macht das schon. Guck, da kommen sie. Das klingt vielleicht, wenn diese kleinen fünf Bälle überall durchwuscheln. Aber die sind schon niedlich, ne? Die sind schon niedlich. Was guckst denn so gelangweilt? Wo ist meine Maus? Ah, da. Ja, und da sitzen sie alle schon. Schön, wo ich sie haben möchte. Ja. Wie war das jetzt nochmal? Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Kalida hat also Ohren im Wasser. Das heißt, wir müssen diese Yakis jetzt dazu bringen, zu singen. Dafür würde ich mir diesen... Ist das der Zettel? Warte, ist das der Zettel? Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Okay. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ich schreibe mir das mal eben auf. Ah, das sind 5 Seiten, die er da aufgeschrieben hat. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann müsste ich die Noten einfach nur als Punkte auf diesen Ding aufschreiben, weil ich glaube, das ist nicht unwichtig. Dann nach ganz unten und wieder nach oben. Eins, zwei, drei, vier. Ach, schon alles falsch. Komm, nochmal. Ich habe nur 4 Seiten aufgezeichnet. 1, 2, 3, 4, 5 Seiten muss ich aufzeichnen. So, die erste Note, die gespielt werden muss, ist die ganz oben, dann eins weiter runter, dann ganz unten, dann eins, die dritte und dann die vierte. Und dann haben wir sie alle abgespielt. Ja, so, den Zettel nehme ich mir mal direkt zur Hand, den ich mir jetzt hier gerade fertig gemacht habe. Und dann benutze ich mal den Taktstock mit den einzelnen Vögeln. Also als erstes das oberste Yaki-Line. Ist jetzt die Frage links nach rechts? Ne, ich gehe mal dahin. Jetzt benutze ihn. Okay, dann ganz unten. Dich, lieber Yaki. Und dich. Ja, wir haben es geschafft. Oh oh. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Sedgwick. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum.
Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst. Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Ups. Ja, und schon sind wir in Kapitel 3 hineingerutscht. Autsch. Autsch. Oh. Tat's weh? Wo bin ich? Ist das immer noch mein Albtraum? Das ist doch Corona. Sinusbot, Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Tja, so nah und doch so fern. Ja, egal, sei's drum. Wir sind also fast in Corona angekommen. Aber wie es hier weitergeht, in wo wir auch immer sind, das werdet ihr leider erst in der nächsten Folge erfahren, weil ich jetzt hier wieder einen kleinen Schnitt setzen möchte. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Mir geht es gut und ich hatte Spaß. Ja, wie gesagt, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!